Der in der Moderne grassierende Begriff von Visual Arts ist ja ein Symptom für die Verkürzung der Wahrnehmungskategorien innerhalb der menschlichen Kreativität im Ganzen. Ein anthropologischer Kunstbegriff, und ich habe ja nachgewiesen, beispielsweise in der Theorie der Plastik, dass man eine Plastik hört, bevor man sie sieht, dass also das auditive Element zur Wahrnehmung bildender Kunst durchaus und nicht nur gleichberechtigt dazugehört, bringt einen ja in die Aufgabenstellung, den Kreativitätsbegriff nach allen Seiten hin zu erforschen, auszubreiten und anthropologisch zu begründen. Beispielsweise hat man es beim menschlichen Kreativitätspotenzial im Ganzen natürlich durchaus nicht nur mit den Erkennungskriterien im Denken zu tun, also beim Formpol könnte man sagen, sondern man hat es zu tun mit den Empfindungskategorien in der seelischen Mitte, könnte man sagen, also mit dem bewegenden Element, und man hat es durchaus zu tun mit dem Willenspotenzial im menschlichen Willen. Erst eine solche Auslegung des menschlichen Kreativitätspotenzials, zunächst in der Dreierposition und in den Zusammenhängen von Willen, Gefühl und Denkkategorie, bringt einen in die differenziertere Position auch über die Wahrnehmungs-, also über den Sinneszusammenhang des Menschen nachzudenken und dann festzustellen, dass beispielsweise das Sehen, der Sehsinn, der Hörsinn, der Gleichgewichtssinn, der architektonische Sinn, der haptische oder der Tastsinn fortzudenken ist in den Gefühlssinn, den Willenssinn, den Denksinn und in noch viele andere zu entwickelnde Sinne. Das heißt, der Mensch ist in seinem kreativen Potenzial ein sich entwickelndes Wesen, was in der nächsten Kulturepoche, auf die wir ja hinwollen, wo der Begriff der Selbstbestimmung des Menschen an allen Arbeitsplätzen zur freien Entfaltung menschlicher Fähigkeiten führen kann, durchaus die Möglichkeit vor uns, neue Sinnesorgane zu entwickeln, neue Kreativitätsqualitäten in den vorgegebenen Wesenheiten oder Entitäten von Willenspotenzial, Gefühlspotenzial, also Bewegungspotenzial und intellektuellem Form- und Denksinn zu entwickeln. Ich konnte also einigermaßen abschätzen, als ich meine, sagen wir mal, primordialen Materialien gewählt habe, wie Fett, Filz und Kupfer, konnte ich einigermaßen abschätzen, dass solche Materialien in der Zeit, in der ich lebe, provozierend wirken würden. Das heißt, die Fragestellung über Sinn und Zweck hervorrufen würden.
Es sind solche Materialien also nicht gewählt, um noch einmal das zu machen, was bereits durch Duchamp gemacht worden ist. Also in gewisser Weise zwar eine Revolution im Museum zu vollziehen und dann die Konsequenzen auf den Kapitalbegriff nicht zu ziehen, das konnte ich mir nicht leisten, sondern solche Materialien haben sich als die adäquaten zu dem, also im Sinne von Fett zum Willenspotenzial, im Sinne von Kupfer zum Bewegungselement und in Bezug auf Filz zum isolierenden analytischen Charakter im Denken erwiesen. Die Theorie der Plastik beinhaltet also die Möglichkeit, den gesamten sozialen Organismus auf eine neue Ebene, also auf eine neue Höhe, also auf eine zukünftige Menschheitskultur hin zu orientieren und zu gleicher Zeit die Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um aus der vorgegebenen Form in eine zukünftige zu kommen, ganz systematisch hintereinander zu nennen. Um also noch einmal auf das Wollen zu sprechen zu kommen, also auf eine völlig vernachlässigte Kategorie in der Kreativitätswissenschaft, um also noch einmal auf diese Sache zu kommen, muss man auch einmal sich mit dem Wärmebegriff auseinandersetzen, der des Öfteren von mir in der Theorie der Skulptur auftaucht, als quasi einer Möglichkeit, das Zukünftige in diesem Wärme- oder Willenselement als einem, ich könnte auch sagen, ästhetischen Wollen regelrecht auszubrüten. Dass dieser Brutvorgang im wärmemäßig chaotischen zwar beginnen kann, aber durchaus einer Strategie und einer Taktik bedarf, um in die zukünftige Möglichkeit des Menschen hineinzuführen. Das hat sich allerdings gezeigt, auch durch die kritischen Anwürfe, die gegen einen solchen Versuch gemacht wurden, wodurch der Autor jeweils in die Notwendigkeit versetzt wurde, entsprechend tief zu begründen. Dass dieser ganze Ansatz dass dieser ganze Ansatz